Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sternstunde mit der lieben Bettina und einem Gast, und zwar der lieben Bernadette. Hallo, ihr zwei. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Anja. Hallo, liebe Bettina. Danke für eure Einladung. Sehr Sehr gerne. schön. Schön, dass du da bist, liebe Bernadette und liebe Anja natürlich. Ich freue mich auch, dass wir da heute zu dritt sind. Und ja, Thema Mentaltraining in der Lebens- und Sozialberatung. Schon viel gehört und trotzdem so wichtig, dieses Thema da nochmal bewusster hinzuschauen. Was ist Mentaltraining? Was kann es bewirken? Ja, und da ist die Bernadette einfach Expertin. Genau. Dankeschön. Ja. So ist es, liebe Bernadette. Du bist ja schon viele Jahre Lebens- und Sozialberaterin. Magst du mal vielleicht ganz kurz uns erzählen, wie du zur LSB gekommen bist? Ja, es ist sehr spannend. Ich glaube, ich habe meinen eigenen mentalen Weg mir ganz einfach schon vorher vorgestellt. Mit 14 Jahren wollte ich unbedingt in diesen psychosozialen Bereich eintauchen. Das heißt, ich wollte eigentlich Kindergärtnerin werden, dann Psychologie studieren und dann Therapeutin machen. Ich habe dann doch einen ganz anderen Weg gewählt oder mich dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen, auch mit dem Einfluss meiner Eltern. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich schon mit 14 gewusst habe, ich will in diesen Bereich gehen, ist es mir später leichter gefallen, diesen Weg auch wirklich Schritt für Schritt umzusetzen. Das heißt, ich habe eigentlich eine wirtschaftliche Ausbildung und habe vor über 10 Jahren dann angefangen, eine Ausbildung zu machen, LSB und Mentalcoaching in einem. Das war so eine Kombi-Ausbildung. Und dann habe ich gemerkt, was das Mentale eigentlich bewirkt. Meine Vision, mein Traum war eben, in diesem Bereich zu arbeiten. Dann war ich eigentlich ausgebildet, habe einen wirklich gut bezahlten Job gehabt. Und dann habe ich eigentlich gesagt, okay, ich mache trotzdem das, was ich will, was mir Spaß macht, für das ich brenne. Und diese Vorstellung alleine, diese mentale Kraft, die eben in uns allen steckt, wenn man sich das vorstellen kann, am besten mit allen Sinnen noch dazu, dann fällt es einem leichter, ganz einfach diesen Weg zu gehen und alle Hürden noch zu meistern und zu, ja, alle Herausforderungen zu erkennen und zu sagen, okay, da gehe ich auch noch drüber oder da steige ich drüber und da. Mein Ziel, das ist schon in unmittelbarer Nähe. Cool. Ja, cool. In erster Linie machen wir ja oft diese Ausbildungen ja für unsere eigene Entwicklung, um einfach da vielleicht auch noch einmal irgendetwas zu reflektieren, einfach noch einmal auf etwas, auf ein Thema in unserem Leben zu schauen, möglicherweise auch etwas zu heilen oder in den Frieden zu bringen. Inwiefern hat da dir das Mentaltraining geholfen? Hast du da eine, vielleicht auch eine kleine Geschichte für unsere Zuseher und Zuseherinnen? Ja, ich denke mir, meine Geschichte ist dazu, dass ich eigentlich an dem Punkt bin, wo die meisten Frauen dann sagen, du hast eine Ausbildung, du hast einen Partner, jetzt kannst du Haus bauen, Kinder kriegen und dann gehst diesen traditionellen Weg. Und ich habe eigentlich damals, so ein bisschen über 20, dann entschieden, ich mache es anders. Und da habe ich gemerkt, das sind Glaubenssätze. Glaubenssätze, wie man als Frau ganz einfach einen Weg gehen soll, wie das Leben sein soll. Ja? Also Kinder kriegen, Haus bauen, sich dann um die Familie kümmern. Und für mich war es ganz einfach wichtig, dass ich auch meine berufliche Vision lebe. Meine, für das, was ich brenne und meine Talente und Fähigkeiten in diesem Bereich dann auch einsetze. Und ich denke mir, das steckt in jedem von uns. Und der Glaubenssatz ist, ich kann es nicht, ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht. Das hält uns dann zurück. Ja. Und für mich ist es so, dass viele mentale Übungen ganz einfach da diese Glaubenssätze dann wunderschön auflösen. Aber für mich ist es auch wichtig, dass mein Körper, also Körper, Geist und Seele mit einbezieht. Weil wenn ich nur das Mentale ganz einfach hernehme, dann bleibt ja trotzdem dieser Glaubenssatz, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, in irgendeiner Form trotzdem noch ein bisschen zurück. Und wenn man wirklich alle drei Sachen, Körper, Geist und Seele mit einbezieht, dann schafft man alle Hürden, weil man Schritt für Schritt einiges auflöst. So sehe ich ja zumindest. Wunderbar. Ja, schön. Anja, was sagst du dazu? Mentaltraining? Bist du selber auch schon in Berührung damit gekommen?
Natürlich immer wieder. Und auch in der Lebens- und Sozialberaterausbildung kommt man dann mit dem Thema in Berührung und es werden auch verschiedene Übungen einem gezeigt, ja. Und es ist so spannend, dass ich den Weg lange überhaupt nicht gesehen habe. Also ich bin ja so ein, eigentlich bin ich Herzmensch, aber sehr viel im Kopf und habe gedacht, für mich brauche etwas anderes. Ja, das ist so spannend. Das haben wir, glaube ich, ja eh auch schon ab und zu festgestellt. In dem Moment, wo wir in dem einen viel sind, suchen wir uns in dem anderen Bereich ein bisschen was, um die Balance herzustellen. Und wie die Bernadette so sagt, ja, Körper, Geist und Seele sind so wichtig. Und ist, glaube ich, eines der vielleicht sogar noch unterschätztesten Dinge, die man für sich selbst tun kann. Weil im Sportbereich, glaube ich, hat das viel mehr Bedeutung, Mentaltraining. Da weiß man, dass jeder einen Mentaltrainer hat. Aber ich glaube, so im Normalleben fällt das manchmal so nach hinten über. Zumindest habe ich so den Eindruck. Aber es ist auf alle Fälle spannend. Ja? Wir haben vorhin kurz angesprochen, so die Macht der Gedanken, gell? Oder Glaubenssätze und Muster, was Bernadette jetzt auch nochmal gesagt hat, sind halt einfach allgegenwärtig. Und es ist gut, wenn es da so Expertinnen gibt, die draufschauen können und einen und unterstützen, weil einem das ja gar nicht bewusst ist, welche Muster und Gedanken und Glaubenssätze man da einfach so verinnerlicht hat. Genau, ja. Also das ist, weiß ich nicht. Was ist das Faszinierendste für dich, Bernadette, in der Arbeit, ja, im Mentaltraining, dass das so schnell geht, dass das so Wow-Effekte sind? Oder ist es eher so eine leichte Form der Veränderung? Wie würdest du das beschreiben, deine Arbeit? Also, so wie du es gerade beschrieben hast, ich würde sagen, es gibt beides, ja, wenn nicht sogar viel mehr. Was mir so gut an den mentalen Methoden und Techniken einfach gefällt, ist, man kann ein gewisses Thema auf eine andere Ebene heben. Man steigt dann doch ein bisschen aus diesem Muster aus, das man sich selbst kreiert hat. Und mit diesen Methoden und Techniken geht man zwar an das Thema heran, man wagt sich heran, man schaut sich es von verschiedenen Blickwinkeln an und versucht es dann wirklich mit dieser Methode aufzulösen. Und dadurch steigt man aus dem gewohnten Muster. Und mit diesem Aussteigen, das finde ich so wichtig, eben Körper, Geist und Seele, da gibt es ja verschiedene Methoden. Durch dieses Aussteigen aus dem alten Muster ist es überhaupt möglich, neue Schritte zu machen. Und diese neuen Schritte ermöglichen dann eben so viel Schönes, was man vorher gar nicht gesehen Also es hat. kann durchaus in einer Sitzung so ein Wow-Effekt sein und es kann gleichzeitig aber auch so eine Prozessbegleitung sein. Oder ist es wahrscheinlich beides miteinander kombiniert, oder? Ja, also diesen Wow-Effekt, für mich ist es immer wichtig, dass meine Klientinnen und Klienten am Schluss jeder Stunde, jeder Einheit, die sie mit mir verbringen, auch wirklich so einen Erfolg wahrnehmen. Weil wir sind alle sehr erfolgsgesteuert, schon durch die Schulzeit. Und gerade wenn man mit den Gedanken arbeitet, mit der Kraft der Gedanken, dann spürt man es vielleicht. Man denkt sich es auch, aber man braucht trotzdem dieses Erfolgserlebnis, das man von der Schulzeit und von anderen Erlebnissen ganz einfach gewöhnt ist. Und das ist mir wichtig, dass ich den Klientinnen und Klienten das am Schluss auch so ein bisschen präsentiere und sie dazu einlade, dass sie sehen, ah, das haben wir in dieser Stunde eigentlich bearbeitet und erreicht und diese Hürde haben wir jetzt gemeistert, weil dann geht es erst los. Also für mich ist es so, wir verbringen eine wunderschöne Zeit, eine Einheit, wo wir ein Thema in einem geschützten Bereich und Rahmen anschauen. Und die Arbeit fängt ja erst dann danach an, wenn sie alleine sind. Weil dann fällt man ja leicht zurück wieder. Und für mich ist es wichtig, dass durch meine Methoden, mit meinen Techniken, so wie ich mit meinen Klientinnen und Klienten umgehe, dass ein gewisser Transfer in den Alltag ganz einfach möglich ist und gegeben ist. Das heißt, Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Themen. Die können also körperliche Themen vielleicht genauso haben wie auch psychisch-seelische Themen. Sehe ich das richtig? Ja, ich finde immer, es zeigt sich ein Thema, aber eigentlich hängt alles zusammen. Weil wenn ich zum Beispiel Bruchstechen habe
und schwer atmen kann, dann steckt da ja ein Thema dahinter. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, dass man sehr viel Stress hat, dass man Angst hat, etwas nicht zu schaffen, den Alltag oder gewisse Prüfungen des Lebens. Und für mich ist es so, wenn der Körper reagiert, dann sind eigentlich schon einige Schritte gewesen, wo man nicht genau hingeschaut hat, was eigentlich das Leben und der Körper und die Gedanken haben eigentlich zeigen wollen. Wollen wir vielleicht mal ein kleines Spiel machen? Ja, so ein Rollenspiel vielleicht auch, ja, irgendwie. Also, wenn jetzt so eine Klientin oder ein Klient so das Gefühl hat, ja, da gibt es so Ängste in ihm, in ihr, was weiß ich, vor dem Vorgesetzten da jetzt irgendwie um Gehaltserhöhung oder vielleicht einen besseren Job in der Abteilung oder was auch immer jetzt, ja, und traut sich einfach da jetzt irgendwie nicht diese Kraft, diese Ruhe auch, die es für dieses Gespräch braucht, ja. Wie würdest du da zum Beispiel an dieses Thema rangehen? Hast du da so spontan so ein, zwei Tools, wo du sagst, das könntest du denn unseren Zusehern mitgeben? Ja, ein Tool, das ich wahnsinnig gern, besonders im Erstgespräch, meinen Klientinnen und Klienten zeige, ist eine Methode, die, wo der Körper auch ganz einfach aktiviert wird und mit einfließt. Ich lade die Person dann ein, dass sie aufsteht, sich einen Platz sucht, wo wirklich rechts und links und hinten und vorne nichts steht. Wichtig ist, dass sie dann mit den Füßen gut geerdet sind, den Daumen ausstrecken in die Höhe und dann nach hinten gehen. Wichtig ist, dass die Füße dafür ganz stark am Boden stehen, nicht bewegen, nur der Oberkörper, nur die Hand. Wichtig ist, dass die Hand verwendet wird, die stärkste Hand ist. Also ich habe die rechte Hand genommen, weil ich Rechtshänderin bin. Und dann geht man ganz nach hinten bis zu einem Punkt, wo der Körper sagt, stopp, hier ist eine Grenze. Und dann lade ich die Person dazu ein, dass sie sich diesen Punkt irgendwie merkt. Also bei mir war es jetzt dieser Punkt da beim Stein. Ja. Ich habe da auch diese Bewegungsfreiheit gerade so, aber dass wirklich der Kopf dann weiß, da war die Grenze. Dann lade ich die Person wieder ein, dass sie sich wieder nach vorne dreht, aber bitte ganz bewusst stehen bleibt, dort wo sie war. Und dann die Augen schließt und sich das dann vorstellt. Stell dir vor, du stehst hier in diesem Raum und du hast das gerade probiert und jetzt machst du es nur in deinen Gedanken. Jetzt stellst du dir vor, dass du mit deiner stärksten Hand nach hinten gehst, dich drehst, bis zu diesem Punkt, wo dein Körper sagt, stopp, da geht es nicht mehr. Und Gedanken sind leicht, in unseren Gedanken ist alles möglich. Stell dir vor, dass du über diesen Punkt drüber gehst. Es kann ein kleiner Schritt sein, es kann ein großer Schritt sein, du entscheidest. Kannst du es dir vorstellen? Ja, wenn du es dir wirklich vorstellen kannst, dann lade ich dich ein, dass du wieder die Augen öffnest und es ausprobierst. Das heißt, da hast du auch gleichzeitig über das Mentaltraining die Verkörperung, ja, die ja so wichtig ist, ja, dass es nicht nur auf der rationalen Ebene stattfindet. Weil, so wie du gesagt hast, wenn man dann zu Hause ist und dann vielleicht die Übungen macht, dann mit Alltag und anderen Gedanken und so weiter, vergisst man es. Aber über den Körper, über das Körperbewusstsein kommt man oft schneller wieder in die Erinnerung. Ah, Moment einmal, letztens habe ich mich da so gedreht, da könnte ich nochmal diese Übung machen, ne? Zum Beispiel. Das hat mir sehr gut Genau. geholfen oder wie auch immer. Ja. Das Genau. ganz einfach in den Alltag dann einbringen, weil diese Übung, das war in diesem Moment, wie es dieser Person geht. Und wenn sie zum Beispiel da einen kleinen Schritt drüber gegangen ist, dann kann man im Austausch, in der Kommunikation ganz einfach dann auch wirklich darüber reden. Schau, du hast es ja dich getraut, war es schlimm, war es leicht, was hat sich da gezeigt? Und wir kommen ja alle in diese Situation, wo wir sagen, ich traue mir das jetzt nicht zu. Ich kann es nicht. Und wenn uns aber in der Erinnerung dann ein Moment einfällt, da war es doch so, dann haben wir da eine Sicherheit. Und diese Sicherheit gibt uns ganz einfach auch den Mut, es dann nochmal zu probieren. Also ich sehe es im Leben so, dass ich sage, ein Fehler ist nichts Schlimmes. Fehler lassen uns wachsen. Ja? Und wenn man das Wort zum Beispiel, weil du auch ein anderes Tool gefragt hast, wenn man das Wort Fehler ganz einfach die Buchstaben ein bisschen umreiht,
dann entsteht das Wort Helfer. Und jeder Fehler, den man im Leben gemeistert hat, erlebt hat und auch nicht gemeistert hat, ist ein Helfer, der uns unterstützt und weiterbringt. Der uns wachsen lässt, ne, und uns ja die Dinge neu sehen lässt und Perspektiven öffnet und dergleichen. Und das Spannende ist, finde ich auch bei all diesen Übungen, dass die ja sehr einfach sind. Ja. Die sind nicht das kompliziert. Man muss jetzt nicht irgendwie akrobatisch da sich irgendwie ausdrücken oder sonst irgendwas. Sie sind sehr einfach zu erlernen. Und über diese Einfachheit, ja, kommen wir wieder in die Erinnerung auch. Wenn es kompliziert ist, ja, dann müssen wir es nachlesen oder noch einmal und noch einmal und dann vergessen wir es eh schon wieder, weil es viel zu kompliziert ist. Also ich sage auch immer, Heilung, der Weg in die Heilung über Körper, Geist oder Seele ist immer einfach. Dort, wo es sich für uns kompliziert und schwer anfühlt, ist es nicht der richtige Weg. Ja, dann dürfen wir nach etwas Neuem suchen, was für uns mehr passt. Das spüre ich jetzt Ja. auch gerade bei dieser einen Übung, die wirkt sehr einfach, ja. Und ich glaube, der Zauber an solchen Übungen ist immer, wenn man es dann auch wirklich selbst mal ausprobiert. Ja, manchmal haben wir ja so Schutzmechanismen in uns, die sagen, was soll denn das, ja, jetzt den Daumen da rückwärts, ja, oder was wird das schon können, ja. Aber wenn wir es mit unserem, okay, ich probiere es einfach mal aus, ja, ich mache mich jetzt einfach ganz offen und schau mal einfach, ja, ohne dass ich das jetzt irgendwie schon mal bewerte oder abtue. Ja, und indem ich dann einfach den Fokus dann entweder währenddessen auf meine Gedanken lege oder den Fokus auf meinen Körper lege, passiert ja etwas, ne? Wow, wie fühlt sich das an, dass ich geerdet bin? Wow, wie fühlt sich das an, wenn ich währenddessen vielleicht in meinem Herzzentrum bin, dort, wo du vorhin gesagt hast, dass ich vielleicht Herzstechen, ein Bruststechen oder was auch immer habe, nicht? Ja? Oder was machen jetzt meine Gedanken? Oder denke ich endlich mal vielleicht gar nichts, was ja auch nicht schlecht ist, nicht? Weil wir ja im Grunde genommen oft viel zu viel denken und das Hirn uns viel zu wenig auslüften. Ja, Nur ist und es diese uns. Übungen, Entschuldigung. Es ist uns nicht bewusst, oder, dass wir so viel denken und welche, also diese, wie komplex wir denken und zu komplex, deswegen diese Einfachheit uns eigentlich total überfordert teilweise, gell? Und ja, weil wir es auch schon nicht mehr gewohnt sind, weil das ist nicht wieder, da geht es dann gar nicht um Leistung. Da sind wir verwirrt, oder? Bernadette, ist das so ein bisschen, wie reagieren dann die Klienten? Kannst du das, oder bemerkst du das, dass da am Anfang eher so, ach, so eine einfache Übung, aha, okay. Also so, sie machen es vielleicht mit, aber eher so, wofür war das jetzt? Weißt du, so eine Ungläubigkeit, dass so eine Einfachheit, sage ich jetzt mal, in unserem Leben Platz finden kann oder darf. Ja, ich finde es auch, also ich lade halt da meine Klientinnen und Klienten ein, eine Übung zu machen. Ich erkläre es ihnen vorher kurz und ich mache sie auch meistens mit. Also diese Daumenübung zeige ich immer vor, weil ich ganz einfach auch dieses Schamgefühl, das wir in uns drin tragen, ganz einfach auch zeigen will, ich geniere mich auch nicht, ich mache das gleich mit, wir machen es gemeinsam. Gemeinsam ist alles viel leichter und du bist ja da, dass ich eine Herausforderung mit dir leichter machen. Ja, also so sehe ich es. Wir drei sind ja alle Lebens- und Sozialberaterinnen und wir sind ja dazu da, dass wir unsere Klientinnen und Klienten dabei unterstützen, dass sie ihre Themen, ihre Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern. Das sehe ich so in unserer Berufung und in unserem Umsetzen und deshalb mache ich das wahnsinnig gern mit meinen Klientinnen und Klienten mit. Und danach reflektieren wir. Wie ist dir dabei gegangen? Wie hast du dich gefühlt? Und da kommt es natürlich darauf an, wer mir vis-à-vis steht oder sitzt, weil ich gehe natürlich dann auf diese Person ein. Es gibt da nicht so mache ich es klassisch, weil wir Menschen sind alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Glaubenssätze, unterschiedlich negative, behaftete Gefühle und Emotionen. Und das Schöne ist, dass man diese Methoden vielseitig ganz einfach abwandeln kann und einsetzen kann. Das ist so mein Herangehen. Du sagst schon, vielseitig einsetzen kann. Das heißt auch, dass man es ja nicht nur bei den Erwachsenen einsetzen kann, sondern auch für Kinder einsetzen kann, oder?
Ja, ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten, muss ich sagen, weil bei Kindern ist es, die denken nicht so viel. Da Ich möchte sind sie wir nicht wieder bei aufs dem Papier Punkt. bringen. Ja, es ist halt die Kraft der Gedanken. Man merkt es zwar schon, dass Kinder natürlich sich das von den Erwachsenen abschauen, von den Eltern, von den Bezugspersonen. Aber Kinder sind da ganz einfach, ich sage es ganz bewusst, mutiger. Na klar mache ich das. Ja, also wenn sie sich wohlfühlen bei mir, und das liegt mir sehr am Herzen, auch bei den Erwachsenen, weil ich finde ganz einfach, wenn es nicht passt, dann habe ich Gott sei Dank sehr liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke da jetzt auch an euch beiden, wo ich sage, sie wären für euch besser aufgehoben als bei mir, weil wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann können sie sich nicht öffnen, dann können wir die Herausforderungen nicht meistern. Und Kindern sind da so, die öffnen sich und wenn sie sich wohlfühlen, dann kann sich sehr viel zeigen und bewirken. Und ich finde es wundervoll, wenn die Kinder dann sagen, ich habe das jetzt auch mit der Mama ausprobiert zu Hause oder mit dem Papa. Und es ganz einfach auch dann eine Auswirkung hat, eine positive Auswirkung auf die Familie. Das ist was Cooles, was du da jetzt gesagt hast, ne? Dass die Kinder, wenn sie von etwas überzeugt sind, dass sie das ja dann gleich weitergeben. Ja, das zeigt wiederum, dass wir ja so wunderbar voneinander ja lernen können. Ne? Genau. Wunderschön. Mentaltraining, inwiefern würdest du sagen, also ich arbeite ja mit Menschen, die körperlich, sage ich jetzt einmal, einfach eine Unterstützung brauchen. Genau. Wie sehr würdest du sagen, könnte das Mentaltraining oder hilft das Mentaltraining gerade bei Erkrankungen, wenn Menschen mit irgendwelchen Krankheiten zu tun haben, wenn chronische Krankheiten da sind, was würdest du, oder vielleicht hast du auch Erfahrungen in dem Bereich, dass du da ein bisschen unseren Zuschauern und Zuschauerinnen da etwas erzählst? Also meine Gedanken, meine persönlichen und auch meine beruflichen Gedanken sind, dass hinter jeder Krankheit ein bewusster Gedanke steckt. Bewusster Gedanke, sage ich jetzt bewusst, der einen halt dann auch krank macht. Und in meinen Augen unterstützen da mentale Techniken sehr, sehr gut, weil man dahinter schaut, was steckt dahinter. Was zeigt sich? Also etwas, was sich so jetzt so nicht zeigen würde. Man ändert die Perspektive, den Blickwinkel. Und in meinen Augen kann es schon sehr, sehr viel bewirken. Das heißt, Dadurch natürlich. positive Gedanken sind in einer Erkrankung, also oft sagt man ja zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, wenn du positiv oder positiver sehen kannst, das ist jetzt positiv, ja, so ist ganz sicher kein leichtes Thema, aber wenn du gestärkt bist oder dir auch mentale Unterstützung holst, dass du da solche Prozesse viel leichter, also viel besser bewältigen kannst und mehr Erfolgserlebnisse hinten bei rauskommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Bettina, wie Ja, wir haben das durchaus schon. Zum Beispiel, also ich begleite ja auch immer wieder mal Frauen, die mit Brustkrebs eine Diagnose haben. Und dass ich ihnen zum Beispiel das Angebot mache, wenn sie eine Chemotherapie machen müssen, ob sie vielleicht schauen wollen, ob das für sie passt, dass sie anstatt Chemotherapie das ganze Heilwasser nennen. Ja. Weil, also die Macht der Gedanken, wir wissen einfach, dass hinter jedem Gedanken auch ein Gefühl steckt. Und gewisse Worte haben einfach drücken kein gutes Gefühl in uns aus. Ne? Und eine Chemotherapie hat jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt für viele von uns die Auswirkung eines positiven Gefühles in uns. Ja. Und deswegen macht der Name durchaus auch Sinn. Ne? Also ich bringe ein ganz ein anderes Beispiel. Kleinen Kindern zum Beispiel ein grünes Essen vorzustellen, erregt sie nicht besonders in große Freudigkeit, ne? Weil grünes Essen ist einfach grauslich, ja. Also welches Kind hat, also es wird schon das eine oder andere gegeben haben, das gern Spinat isst vielleicht, ja. Aber Kinder wollen einfach ein buntes, ein vielseitiges
in verschiedensten Formen, Farben und dergleichen, ja, vielleicht noch irgendwelche ja, Formen ausgestochen oder so, die Gurke in einer Herzform ausgestochen und ich weiß nicht, was alles, anstatt grünen Spinat, ja. Also da gibt es einfach viele Kinder, die sagen, nein, schaut grauslich aus jetzt, ja. Das ist so irgendwie ein Klassiker, der mir, finde ich, jetzt gerade so einfällt. Und ähnlich ist es einfach auch mit gewissen Medikamenten, ja. Auch in, zum Beispiel, wenn jetzt jemand depressiv ist, ja, da jetzt Antibiotika, nicht Antibiotika, Antidepressiva zu nehmen, ja, ist für die einen oder anderen einfach negativ behaftet. Und das löst einfach auch ein Gefühl in uns aus. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass mir dieses Medikament aber jetzt eine Unterstützung ist, was ja nicht heißt, dass ich das jetzt ewig nehmen muss und mich davon abhängig machen muss, dann kann ich sie auch einfach anders benennen. Und dadurch hat es eine andere Wirkung auch nochmal, ne? Also ich meine zum Beispiel der Placebo-Effekt in bei vielen Studien hat ja schon durchaus bewiesen, dass das einfach funktioniert. Ne? Menschen, die einfach ein Medikament bekommen hat, das null Wirkung gehabt hat und das ihnen genauso geholfen hat wie den Menschen, die ein Medikament bekamen, das irgendeine Wirkung oder irgendwas in sich drinnen war. Also ich glaube, das ist gar nicht mal zu unterschätzen, ne? Diese positive Ausrichtung, ja, die Macht unserer Gedanken hat einfach ja eine große Wirkung auf unser Leben, auf unsere Ausstrahlung und auch gleichzeitig auf unsere Gefühle, ja, weil wenn ich mir immer denke, ich bin hässlich und ich habe es nicht verdient, geliebt zu werden, dann da werde ich nicht so herumlaufen und man denkt, ich bin hässlich, ne? Sondern ich werde genau eher geduckt und klein und was auch immer und vielleicht ein trauriges Gesicht haben, ne? Ja, also ich habe den größten Respekt davor, dass du mit wirklich so Personen arbeitest, die wirklich eine schwere Krankheit haben, weil davor haben wir doch alle Angst und Angst ist etwas, das uns lähmt und eigentlich hemmt. Und ich finde es so wichtig eben, dass man da auch Impulse und Inputs kriegt, auch eine andere Möglichkeit zu wählen, weil viele sagen, ich habe eigentlich Angst vor der Chemo, ja, und dann Heilwasser oder ein anderes Wort, ganz einfach dieses Wort zu entstressen, sage ich bewusst, ne? Ist ja auch so eine mentale Übung. Das bewirkt schon viel. Und gerade wenn man Angst hat, finde ich, dass es wichtig ist, dass man Personen um sich hat, die einen unterstützt. Also so die Familie, ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, wenn die Familie das auch annimmt und umsetzt, was ich versuche so mitzugeben, weil das ist viel leichter. Dann kann man eben diese Herausforderungen, diese Krankheiten leichter meistern. Also, weil du vorher, liebe Bettina, gefragt hast, so ein Beispiel von mir. Ich hatte bei der zweiten Geburt meines Sohnes, also ich habe zwei Söhne und der Jüngste, der war Beckenendlage und ich hatte Bluthochdruck, haben sie mir schon in der 11. Woche gesagt und sie haben gesagt, ich sollte eigentlich Blutverdünner nehmen und ich hatte genau das Gefühl, wenn ich das jetzt nehme, ich verblute bei der Geburt, weil Beckenendlage ist vielleicht auch Kaiserschnitt oder so ein Thema. Und ich wollte einen anderen Weg gehen. Und ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank einen sehr, sehr lieben Arzt an meiner Seite gehabt, der mir natürlich gesagt hat, Bernadette, das solltest du nehmen. Das sagt die Statistik. Du hast Bluthochdruck und du wirst wahrscheinlich einen Kaiserschnitt bekommen. Und ich habe gesagt, ich möchte es aber gerne anders machen. Und er hat mich da sehr unterstützt. Also ich habe diese Medikamente nicht genommen. Ich habe mir alternative Unterstützung geholt. Ich habe mit meinem kleinen Sohn gesprochen und habe gesagt, du, wir können das gern machen, aber ich würde vorschlagen, dreh dich noch. Und wenn du wirklich willst, probier es auch natürlich, dass wir die Beckenendlage machen. Und ich darf glücklicherweise sagen, er hat sich gedreht. Ich hatte eine natürliche Geburt und ich habe keine Medikamente genommen. Also es war kein einfacher Weg. Warum erzähle ich das? Weil ich sage, ich glaube, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, aber ich habe auch um mich herum selbst, sicher auch, weil ich die mentalen Techniken so an der Hand habe und auch die Ausbildung gemacht habe. Die Bettina hat zuvor gesagt, wir machen das auch die Ausbildung für uns selbst und dann unterstützen wir unsere Klienten und Klientinnen.
Aber natürlich brauchten wir oder habe ich auch jemanden gebraucht, der mir Mut zuspricht, wenn es mir einmal nicht so gut gegangen ist. Und das habe ich in Form von meinem Mann gehabt und auch von meinem Arzt und auch von der restlichen Familie, damit das fällt dann ganz auf, dass ich meinen Weg, mein Ziel auch wirklich so erreichen kann, wie ich den will. Das haben wir Gott sei Dank alle gemeinsam. Ich glaube, das ist so wichtig, das, was du gesagt hast. Ja? Auch wenn ich vielleicht Experte in diesem Thema bin, ich hole mir Unterstützung, um mich aufzutanken. Das ist etwas, was so, also was, wie oft ich das auch höre, naja, du kennst das eh, du kannst das eh so mit Leichtigkeit. Und mir denkt, wenn ich in meiner Krise drin sitze, dann bin ich genauso wie jeder andere Mensch und sage, Hilfe! Ja. Und das ist so, sollte einfach so eine Selbstverständlichkeit haben, dass wir gewisse Dinge in Anspruch nehmen. Ja, da sind wir da in Österreich und Deutschland ist auch teilweise noch in diesem Denken, hey, wenn ich irgendwo eine psychologische Unterstützung hole, dann habe ich einen Vogel, dann bin ich des Lebens nicht, weiß ich nicht fähig zu leben oder was auch immer. Und ich denke, das ist einfach eine Sache, die viel mehr noch in den Vordergrund gerückt werden darf. Dass das eben kein Manko ist, wenn man sich die Unterstützung holt, sondern dass es eine natürliche Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja? Und das finde ich gerade ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, Bernadette, ja? Dieses, wie oft Menschen noch so mit sich hadern und Angst haben. Alleine diese Angst, sich Unterstützung zu holen, ist so groß, ja, leider noch. Und ja, dass das aber alle Profis, sage ich jetzt mal, Experten oder wie auch immer du jemanden nennen möchtest auf seinem Gebiet, dass auch sie alle eine Unterstützung haben, weil wir sind Menschen, wir sind nicht unfehlbar. Und da, ja, auch wenn es Fehler ja die Helfer sind, aber über den eigenen Tellerrand gucken und sich aufmachen. Und das ist ja Mentaltraining, oder Bernadette, dieses auch andere Perspektiven, ja, zu finden und zu sagen, hey, ja, ich kann da mal von einer anderen Seite drauf schauen. Und ist es tatsächlich so? Weil wie oft erzählen wir uns am Tag unsere eigenen Geschichten, wo wir dann denken, ist es denn wirklich so oder habe ich das irgendwo übernommen? Ja, dieses Bewusstmachen, dass man dann irgendwann vielleicht auch gewisse Worte weglässt, das haben wir nämlich auch schon mal so, dieses Aber. Alles, was wir davor gesagt haben, ist hinfällig oder dieses Wort eigentlich, ja, und uneigentlich. Also ich glaube, dass da Mentaltraining auch in die Schule gehört. Ist immer wieder dabei, dass das alles ja viel zu spät irgendwo ins Bewusstsein rückt. Deswegen finde ich Ja, also super, dass du das Kindern ermöglichst, ja. cool. Ja, ich versuche es. Und wie du sagst, es ist mit das in Schulen kommt, finde ich auch sehr wichtig. Es gehen schon wirklich, ich sage mal, langsam die Schritte in diese Richtung. In Burgenland gibt es jetzt schon eine Handelsakademie, die Mentaltraining in den Unterricht einfließen lässt. Das finde ich ganz, ganz toll. Cool. Ja. Und ja, liebe Anja, danke, dass du das auch so auf den Punkt gebracht hast für mich, weil du hast mich wieder erinnert, ich habe mir damals Unterstützung geholt. Ja, ich habe mir eine Hebamme geholt und auch eine LSB-Kollegin, die sich auf Geburten spezialisiert hat, weil die Kraft der Gedanken ist so wichtig. Ich habe mir dann vorgestellt, wie die Geburt eben war, wenn ich das nur kurz noch so abrunden darf. Und die Geburt war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich stelle mir vor, dass ich in der Badewanne sitze und dass mein Kind rausflutscht. Oder anders gesagt, wie stellst du dir das vor, wenn eine Beckenendlage ist und dann hast du noch Bluthochdruck, also die Vermutung, dass du das noch hast. Und ja, es ist, ich denke mir, ich habe es später gelernt. Ich war ja schon über 20, wie ich die mentalen Techniken kennengelernt habe. Aber wenn man das den Kindern mitgibt, das ist so viel mehr wert. Man gibt ihnen da wirklich so tolle Hilfsmittel mit. Und ich finde auch, dass meine Jungs mich erinnern. Mama, machen wir das jetzt gemeinsam. Ja? Mama, ich habe Kopfweh, tun wir Trommeln, legst du mir die Trommel auf den Bauch und trommelst mich, weil es ganz einfach diese Klänge, diese Töne und der Körper wird ja da auch einbezogen, eine tolle Unterstützung ist, dass der Körper sich regeneriert. Und liebe Anja, du hast so schön gesagt, dass man sich, für mich ist es auch wichtig, dass man loslassen, ja, loslassen gewisse Sachen. Also das war so der Gedanke, wie du gesagt hast,
Es ist wichtig für die Schüler oder für die Kinder, dass sie für die Schule, dass sie es integriert mit Mentaltechniken, weil wann lernen schon Kinder loszulassen? Wann lernen sie loslassen? Es ist eigentlich nur permanenter Druck, permanentes Fordern und diese Schularbeit und dieser Test und dann wirst du benotet und dann musst du dich richtig verhalten. Und das Loslassen, das aber so wichtig ist, und das kommt eigentlich aus dem Sportmentaltraining, dass man sagt, wenn man wirklich ein Spitzensportler ist und dauernd sich ausbaut und versucht, tolle Leistungen zu bringen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man entspannt und loslässt, weil erst durch die Entspannung bewirkt man, dass man wirklich dann die Leistung bringt, die man erreicht. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, Mentaltraining kann man im Sport wird eingesetzt, ne? Bei, zum Beispiel bei Erkrankungen, Mentaltraining bei Kindern. Wo haben wir noch nicht hingeschaut, Bernadette? Wo kann man Mentaltraining noch einsetzen? Also ich setze wahnsinnig gerne ein, weil, also ich arbeite in dem Bereich hauptsächlich mit Frauen, aber dass sie in ihre Kraft eintauchen und einsteigen, damit sie ihre Talente und Fähigkeiten und ihren beruflichen Traum leben. Also so Business-Frauen unterstütze ich sehr gern, weil es ist leider nicht nur eine Schublade, sondern es ist leider auch eine Tatsache, dass wir Frauen uns nicht zutrauen, sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und wie soll das möglich sein? Und es ist dann so schön zu sehen, zu erleben, wie die Frauen wirklich erkennen, ja, das ist meine Stärke, das ist mein Talent, das ist meine Fähigkeit, das kann niemand anderer außer ich, weil auch wenn wir alle jetzt sehr viele Ausbildungen gemacht haben, jeder ist durch die eigene Persönlichkeit ja so einzigartig. Und die Klienten, die für ihn bestimmt sind, kommen ja dann zu uns. Also so sehe ich es. Und es freut mich da wirklich immer zu sehen, wenn die Frauen das erkennen und somit mutig sind und sagen, liebe Welt, Schatz her, dafür bin ich da und ich unterstütze euch gerne in diesem Bereich. Großartig. Hast du Ja, wunderschön. eine Sache, die dir so im Herzen und im Kopf und überhaupt so bei dir geblieben ist, wo du sagst, mach, das war eine so geniale Zusammenarbeit, da ist so viel passiert und das hat dich selbst so berührt. Gibt es da eine, ohne ins Detail gehen zu müssen, aber vielleicht gibt es da eine Geschichte, die du für unsere Zuseherinnen noch hast. Ja, also Ja. eine Geschichte verbinde ich interessanterweise, weil wir jetzt über Frauen gesprochen haben, bringe ich die andere Seite bewusst rein mit einem Mann. Das ist schon länger her, aber jedes Mal, der ist regelmäßig zu mir gekommen, ich hatte so das Gefühl, er will eigentlich gar nicht bei mir sein. Aber auch wenn ich ihn gefragt habe, er wollte trotzdem immer weitermachen und wir hatten auch unsere Erfolge, aber trotzdem war bei mir immer so das Gefühl, so ganz weiß ich nicht, ob es wirklich für ihn so passt. Und am Ende unserer Zusammenarbeit hat er sich dann so herzlich bedankt und mir mitgeteilt, was ihm das alles gebracht hat. Und ich mir gedacht habe, wow. Ja, also ein Mann, der da selbst wahrscheinlich mit sich gekämpft hat, zu einer Frau zu gehen, Unterstützung zu bekommen und dann zu sagen, danke und was es ihm alles gebracht hat. Das war für mich sehr berührend, weil dieser Mann sehr stark ist, weil ich muss alles alleine schaffen. Ich darf keine Schwäche zeigen. Das Wort auch noch rauskriegt. Und da dann wirklich zu sagen, danke. Also mir liegt generell Danke und Wertschätzung sehr am Herzen. Und das hat er mir in so einer herzlichen Form zurückgegeben, dass ich sage, dieses Erlebnis, ich glaube, das werde ich auch noch in 20 Jahren gerne erzählen. Na, wunderschön. Dankeschön. Danke fürs Teilen. Ja, liebe Bernadette, wenn jetzt einer unserer Zuseher und Zuseherinnen sagt, boah, ich muss mal zu Bernadette in die Praxis kommen, wo finden wir dich denn? Ja, also ich bin in einer Gemeinschaftspraxis in Bruck an der Leitha, das ist in Niederösterreich. Und Outdoor arbeite ich sehr viel im Burgenland, in Weiden am See. Versuche ich den Nahseelersee sehr viel einzubeziehen, weil ich finde, die Natur gibt uns so viel und die stärkt uns und gibt uns Kraft. Und das sind auch so kleine, feine mentale Methoden und Techniken, die dann jederzeit in den Alltag inkludiert und eingebracht werden kann. Da stimme ich 100% Ja. zu. Ja, das draußen in der Verbindung ist schon was ganz Tolles. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, ein herzliches Dankeschön, dass du heute
hier bei uns in der Sternstunde mit dabei warst, liebe Bernadette, und ein bisschen mehr in das Feld des Mentaltrainings mitgenommen hast. Und ja, Anja, was sagst du noch? Ich kann auch nur danken. Vielen Dank für die Einblicke und für deine Worte, die mit so viel Wärme und mit so viel Herz gesprochen werden und sie fühlbar sind. Ja, es ist nicht nur das Gesprochene, sondern sie sind einfach fühlbar. Und ich denke, dass du ja für ganz viele Menschen einfach eine absolute Bereicherung bist in ihrem Leben und sich da ganz viel rausziehen können. Vielen Dank für diese Einblicke und das gemeinsame Gespräch mit euch zweien. Ja, ich danke euch auch. Vielen, vielen Dank, liebe Anja, liebe Bettina, für eure Einladung und für die schöne gemeinsame Zeit. Es war so schön, mit euch zu plaudern. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, ihr lieben Leute da draußen. Ja, wir hoffen, ihr hattet wieder eine spannende Sternstunde mit Anja und Bettina und mit unserem Gast, der lieben Bernadette. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis bald. Schöne Gedanken. Ja, Alles Gute. genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.